Guten Abend. Ich bin Yvonne, 25, und ich war im Oktober schon mal hier und habe über Eric Carter und Florian berichtet. Und das war so im Grundschulalter, und heute will ich so drei Blöcke quasi, falls die Zeit reicht, vortragen aus den Jahren 2000 bis 2002, da war ich 12 bis 14 Jahre alt. Und ja, davor sollte ich vielleicht zwei Namen noch sagen. Katja, das ist meine Schwester, die kommt das davor, und Lisa, das war meine beste Freundin. Und es geht jetzt im ersten Block um den... Also eigentlich heißt der Fragezeichen am Anfang, weil ich seinen Namen nicht kannte. Es geht sowieso meist um Jungen, die ich nur vom Sehen kannte und dann sehr viel über sie geschrieben habe. Ja, das ist der Eisstadion-Junge. Dann kommt Alex und dann kommt Erik. Und jetzt fange ich mit dem Unbekannten an. Und das war am 19. November 2000, ein Sonntag. Überschrift, Happy Birthday. Heute haben wir Katjas Geburtstag nachgefeiert. Wir sind ins Eisstadion gefahren. Da waren zwei Jungen und zwei Mädchen, die total gut Schlittschuh fahren konnten. Der eine Junge sah total mega süß aus. Er hatte einen dunkelgrünen Pullover und dazu eine Fugu-Hose an. Leider sind wir schon um ca. 17.37 Uhr weggefahren. Dabei war er noch so super süß. Naja, egal. Es gibt ja noch tausend andere süße Jungs, wie zum Beispiel Florian. So, der Florian hat sich immer noch mit in den meisten Abschlusssätzen der Einträge durchgezogen, weil ich immer noch so ein bisschen im Konkurrenzverhältnis zu meiner besten Freundin Lisa stand. Wir waren beide in ihn verliebt und ich dachte, wenn ich ihn immer noch mit vermerke in meinem Tagebuch, dann bin ich länger in ihn verliebt. Das war so ein bisschen seltsam. Also er kommt immer wieder, aber ist eigentlich nicht mehr aktuell. So, Schluss für heute. Ciao, Ivi. 20.11. Toller Tag. Heute in der Schule ist mir etwas aufgefallen. In der zweiten Pause, nachdem Lisa und ich auf der Toilette waren, haben wir von unserem Stammplatz aus den Jungen aus dem Eisstadion gesehen. Das war eine Überraschung, weil ich nie erwartet hätte, dass er in unsere Schule geht. Er müsste ungefähr in der 7. bis 8. Klasse und ca. 12 bis 13 Jahre alt sein. Im Moment ist Lisa bei mir, der Tag war toll, fand ich. Bye bye, Ivi. Nächsten Monat, die letzten Tage. In den letzten Tagen sehe ich in den Pausen immer diesen süßen Typen. Es ist so scheiße, dass ich von dem niedlichen Jungen nicht den Namen weiß. Im Moment denke ich auch jeden Abend an den Typ und Flo. Ich stelle mir dann immer vor, dass wir irgendwie zueinander finden und er mich liebt. Das wird zwar nie vorkommen, aber es ist immer total schön, wenn ich mir das vorstelle. Bald werde ich hier ein Foto von Florian und Fermin reinkleben. Das war ein guter Freund von Florian. Eben kam auf FFN If You Believe von Sascha. Das hat mich in Schlafstimmung gebracht. Also damit, good night, Ivi. 5.2.2001, zwei Monate später, Überschrift geil. Heute war ein geiler Tag. In der 4. Stunde, wir hatten WUK, Welt- und Umweltkunde, ist es passiert. Mitten im Unterricht klatschte ein Schneeball an die Fensterscheibe. Alle außer Maren, Bella und mir, soweit ich weiß, sind aufgesprungen und ans Fenster gerannt. Einige Jungs aus der Klasse kannten den Jungen, der den Schneeball geworfen hat. Und als sich alle wieder hingesetzt haben, hat Lisa mir zugeflüstert, dass es Fragezeichen war und er Sascha heißt. Voll cool. Also ab jetzt nicht mehr Fragezeichen, sondern Sascha. Und dann habe ich noch so I Love Fans, also das ist eine Abkürzung für Florian, Alex, Nilsson und Sascha. Genau. Das war so ziemlich, dass ich, ach nee, da gibt es noch eine, genau. Da gab es da zwischendurch noch einen Eintrag im Briefbuch von Lisa und mir, wo ich auch ein bisschen zu diesem Sascha geschrieben hatte. Ah ja, hallo Ivi, das schreibt Lisa. Also ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Mit Freitag spielen, weiß noch nicht, ob das geht. Schreibt mir bitte zurück. Lisa. Hallo mein Würmchen, ich denke, bei mir geht das mit Spielen. Naja, was könnte ich schreiben? Ach ja, Entschuldigung, dass ich schon wieder von diesem Thema erzähle. Aber eine Frage nochmal. Wie findest du den Jungen aus dem Eisstadion vom Aussehen her? Ich mag dich, du bist meine aller beste Freundin. Bitte antworte, tschüss, Ivi. In Klammern Würmchen. Weiß nicht, was das war. Hallo mein Maulwürfchen. Also, den Jungen aus dem Eisstadion finde ich so, naja, nichts gegen dich, aber er hat so Segelohren. Naja. Hallo GDL, deine Lisa. Hallo mein süßes Wuschmusul. Das mit dem Typ finde ich nicht schlimm. Im Gegenteil, dann können wir uns später, wenn wir uns mal wirklich verlieben, wenigstens nicht lassen. Ach ja, das mit den Segelohren stimmt zwar, aber so läuft nicht, stehen die Ohren gar nicht ab. Naja, auch egal. Ciao, Ivi. Gut, das war so alles zu diesem Jungen, weil dann wurde er verdrängt von der Nächsten. Und zwar, da wusste ich den Namen am Anfang natürlich auch noch nicht. Auch im Februar 2001, da waren es schon 5, ist die Überschrift.
Florian, Alex, Sascha und jetzt auch noch Smallie und Trolley. Ich nenne sie so, weil sie aussehen wie Zwillinge, der eine größer ist als der andere und ich ihren Namen nicht weiß. Sie sind, ich glaube, neu in Dennis' Klasse, das war ein Grundschulfreund von mir, und sehen niedlich aus. Am Donnerstag habe ich mich mit Dennis verabredet und da werde ich versuchen, die Namen der zwei rauszubekommen. Hier schreibe ich sie dann hin, unterstrichen Smallie, Trolley. Ciao, goodnight, Tagebuch, Ivy. Und ich habe den Namen jetzt auch schon eingetragen, aber ich glaube, ich lese noch vor, wie ich sie rausgefunden habe, darum warte ich damit noch. Nächster Eintrag vom nächsten Tag, Schule gleich cool. Ich freue mich jetzt jeden Tag auf die Schule, besonders auf Englisch, Mathe und die Pausen, weil ich da immer Alex, Sascha, Smallie und Holly sehe. Das ist immer sehr geil. Morgen erfahre ich hoffentlich endlich ihre Namen. Heute war ich mit Bella auf dem Reiterhof beim Reiten. Auf dem Hinweg habe ich an der Sandbergstraße auf dem Fußballplatz zwei Jungen und einen Mann gesehen, die gerade spielten. Der eine Junge war Flo. 100%, auch wenn ich ihn durch die Büsche und von der Straße gesehen habe, er war es. Mega süß. Ciao, freue mich schon auf morgen. Genau, da kommt die Disco. Kommt da die Disco? Ja, hi, die Disco, da war so eine Schuldisco, war voll Hammer. Nilsson, André und Alex 2, so hießen nämlich Smallie und Trolley, das waren wirklich Zwillinge, haben Breakdance vorgeführt. Total geil. Zum Beispiel hat Alex 2 Handstand und Spagat gemacht. Die zwei waren sogar noch besser als Nilsson. Und der ist tatsächlich später Europameister geworden. Die waren schon ganz gut drauf. Es war so cool, ich freue mich schon auf Mittwoch und den Tag der offenen Tür bei der Sophienschule, das Gymnasium, was dann kam. Hoffentlich kommt Florian, hoffentlich. Ciao, your happy Evie. Das ist die Eintrittskarte der Disco, in der wir waren. Und dann habe ich da unten noch was hingeschmiert und da steht, das ist Blut. Weil ich habe mich irgendwie den Tag am Knie gestoßen. Das war irgendwie gut. Ja. Der Tag. 23. März 2001. Erstens, ich habe am Mittwoch auf dem Weg zur Turnhalle zum Turnier, wir sind Fußballturnier, wir sind Zweiter geworden, festgestellt, dass Alex 2 zwei Leberflecke schräg hinterm rechten Ohr hat. Er saß übrigens, wenn man ihn vom Spielfeld ausguckt, ganz recht schräg über mir. Zweitens, ich war beim Friseur und trage jetzt Kinnlänge, wenn man das so nennen kann, voll krass. Drittens, Bio-Lernkontrolle gleich 3. Viertens, ich habe Sims bis zu geht nicht mehr gespielt. Fünftens, morgen ist Nettis Geburtstag. Sechstens, Hilfe, ich träume nicht von Alex 2, Flo und Co. Siebtens, good night, Ivy. Die Sterne, achso, das ist noch im gleichen Monat. Die Sterne stehen so wie gestern. Ich habe mir immer eingebildet, wenn ich Orion aus dem Fenster sehen kann, dann träume ich in der Nacht von irgendeinem süßen Jungen. In der Schule hatte Alex 2 die gleichen Klamotten an. Nach der vierten Stunde bin ich zur Tür gegangen, habe sie aufgemacht und mich in den Rahmen gestellt und auf Lisa gewartet. Als ich dann nochmal zur Tür der Nebenklasse geguckt habe, stand da Alex und wir haben uns kurz angeguckt, weil ich Arsch ja gleich wieder in den Klassenraum geguckt habe. Aber wenigstens etwas. Ciao, deine in der Toilette vor... Oh. Na los. Jetzt muss ich deine in der Toilette vor Durchfall gestanden vor... Das hätte ich zensieren können. Ich habe die Scheine mal auf dem Klo geschrieben. Die waren mal gleich so leer, da kann man immer gut was drauflegen und schreiben. Nächster Eintrag, Ende März 2001, der Hasstag. Heute habe ich den ganzen Tag nur mit Heulen an Alex 2 denken und vom Computer sitzen verbracht. Fangen wir in der Schule an. Also es ist nichts Sonderliches passiert. Ich habe nur, als wir bei der Schule angekommen, gleich Alex und Andrea und noch so einen anderen Typen bis zur Schule kommen gesehen. Außerdem habe ich ihn auch in jeder Pause gesehen. Aber richtig in die Augen geguckt oder sowas haben wir heute nicht gemacht. Also er kannte mich gar nicht, ich habe irgendwann noch egal, ich lese es mal weiter, er kannte mich auf jeden Fall wirklich nicht. Und ich ihn auch nicht. Nach der fünften Stunde Mathe ging es dann los. Eigentlich ist es ja total verrückt, aber ich kann mich gar nicht richtig auf die Ferien freuen. Den ganzen Tag musste ich an Alex denken, auch als Maren da war, eine Freundin.
Man kann sich ja leider nicht aussuchen, in wen man sich verknallt, wenn er wüsste, was wegen ihm heute alles passiert ist. Weil ich mich nämlich die ganze Zeit damit auseinandergesetzt habe, dass ich ihn jetzt 2 ganze Wochen nicht sehen werde, ist meine Laune auf minus 100 gesunken. Und das hat dann auch gewissermaßen den Megastreit zwischen meinem Vater und mir ausgelöst. Ja, wir haben uns gezofft. Und zwar nicht nur so hei und dann wieder am nächsten Tag sorry, nein, richtig fett. Und ich habe echt keine Ahnung, wann sich das wieder einrenkt. Aber morgen herrscht bei uns bestimmt, oder besser gesagt, auf alle Fälle noch Funkstille. Eben habe ich noch mein Buch zu Ende gelesen, voll cool. Zwischendurch musste ich voll heulen, nämlich nachdem mein Vater reinkam und mir klar machte, dass er mich, so wie das heute Abend gelaufen war, nicht mehr zum Gute Nacht sagen sehen möchte. Und dann hat er, nachdem er noch was gesagt hat, die Tür zugeknallt und ist abgerauscht. In solchen Fällen sage ich mir dann immer bei voller Lautstärke Freestyle. Ja, das habe ich da oft gehört, weil Alex dazu Breakdance getanzt hat. Sage ich mir dann immer bei voller Lautstärke Freestyle, fickt euch, ihr seid alle Arschlöcher, ihr könnt mich mal. Und dann höre ich Boomfunk MCs und muss beim Gedanken an Alex schon wieder heulen. Ich freue mich schon so aufs Übernachten mit Lisa. Vielleicht lesen wir uns ja gegenseitig Tagebücher vor. Oder tauschen sie aus und erzählen uns unsere Liebesprobleme. Das tut immer voll gut. Ich habe ja schon mal überlegt, ob ich Dennis das mit Alex sagen soll. Also das war halt ein Freund von mir, der ging bei Alex in die Klasse. Aber ich habe keine Ahnung, ob er das für sich behalten könnte. Es hätte nämlich seine guten Seiten. Zum Beispiel würde ich dann mehr über ihn herausbekommen. Zum Beispiel seine Risse. An der Stelle kann ich sagen, die Adresse habe ich tatsächlich rausgefunden. Ich war am Girls' Day ich glaube, den gibt es deutschlandweit, aber ich habe in Hannover gewohnt so und am Girls' Day war ich mit meiner Mutter, mit Lisa in der Bücherei, die arbeitet da, meine Mutter, und wir waren an dem Computer und da kann man ja gucken, wer alles eine Büchereikarte hat und ich dachte, und dann kam so eine kleine Stalk-Episode, also ich hatte dann seine Adresse und habe ihm so anonyme 3 oder 4 anonyme, ich finde dich so toll, oh, bist du süß, aber ich kann dir leider nicht sagen, wer ich bin, Briefe geschrieben. Und dann irgendwann war ich, das war die Orientierungsstufe, 5., 6. Klasse, und als es dann zu Ende war und ich auf eine andere Schule gegangen bin, dachte ich, aber kann ich ihm jetzt ja auch sagen, wer ich bin und wo ich wohne und dass er mir auch was schreiben kann. Dann habe ich ihm das geschrieben, ist auch nichts passiert, und dann war es mir nach noch mehr Monaten so peinlich, dass ich nochmal einen Entschuldigung. Ich habe den dann noch ein paar Mal in der Bahn gesehen, aber ich wusste ja gar nicht, der kannte mich, also ich habe keine Ahnung, der wusste, von wem das kam, ob er das überhaupt bekommen hat. Auf jeden Fall kam das dann noch so. Das wäre der Vorteil, wenn ich das Dennis erzählen würde. Ich habe es überhaupt gar nicht erzählt. Ich gehe davon aus, dass er auf dem Kronsberg wohnt. Das war so ein Viertel in der Nähe von der Schule. Jetzt ist es 22.14 Uhr und ich bin ein bisschen müde. Die Sterne sind bedeckt und meine Hand tut weh. Ciao, Ibi. Ich glaube, da kommt jetzt auch nur noch eins zu Alex. Und dann, wenn noch Zeit ist, würde ich noch kurz was zu Erik sagen. Das war dann jemand, mit dem ich auch mal geredet habe, der mich auch kannte. Mai, Butterfly. Ich habe vor 20 Minuten Crazy Town mit Butterfly aufgenommen. Höre es gerade, voll genial. Ich hoffe ja so doll auf das Foto von der Nebenklasse. Das wäre so geil, dann hätte ich immer ein Foto von Alex. Ich bin ja so verliebt. Nein, Scherz, hört sich voll schnulzig an. Eher, ich bin total fett verknallt. Ciao, Ivy. I love Alex und Flo. PS, ich schreibe ja immer I love Alex und Flo, obwohl ich gar nichts über Florian schreibe. Aber das tue ich nur, weil ich ihn ja nie sehe. Ab der 7. wird das hoffentlich anders. Ciao. Und hier? Ist das noch was? Ja. Scheiße, Mann. Am 19.02.2002, das war sogar noch im nächsten Jahr, also an Alex habe ich so ein bisschen rumgehangen. Scheiße, Mann, ich will jetzt endlich Alex sehen. Ich würde sowas von ausflippen, wenn der am Freitag wieder in unserer Bahn ist. Echt, shit, Mann. Immer nur auf sein Foto schützen und ihn sowieso nur bis zu den Ohren und der Nase sehen. Ja, das war...
da war ich jetzt schon auf einer anderen Schule und ich konnte ihn in Pausen nicht mehr sehen, aber manchmal habe ich ihn in der Bahn gesehen. Und beim Abschlussfest von der Schule hat er nochmal Breakdance getanzt und ich habe meiner Mutter gesagt, sie soll alles fotografieren, das war noch analog. Und ich habe so gewartet, bis die Dinger entwickelt waren und dann hat sie aber genauso fotografiert. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, wen ich da drauf haben wollte auf dem Foto. Was er nur bis hierhin so ungefähr zu sehen war. Ich habe das Foto ungefähr 8-mal entwickeln lassen, weil ich weiß, dass der Ausschnitt sich immer so ein bisschen verschiebt. Und vielleicht habe ich Glück, aber ich habe ihn dann immer nur gesehen. Also immer nur da auf seinen Ohren und ja, es macht es nur noch schlimmer. Und die Schatten von ihm sind dann auch noch seine süße Stupsnase und seine weichen braunen Haare zu sehen. Schwer. Ich glaube, so verliebt war ich noch niemals, nie. Ich kann ja auch nur noch warten und hoffen. Ciao, Easy. PS, Orion sieht man ganz schwach durch die Wolken. Ich will so, so gern von Alex träumen. Gut, das war Alex. Und ich weiß nicht... Es geht ja jetzt schon alles ziemlich lange. Ich kann jetzt auch erstmal Schluss machen. Oder ich hänge noch Erik hin dran. Ich weiß nicht. Erik? Dann kommt es noch Erik und dann. Erik ist hier im großen Buch. Ach so, ja, das ist auch übrigens eigentlich kein Tagebuch. Ich habe dann nach dem einen Tagebuch angefangen, parallel noch in einem anderen Buch zu schreiben, was ich Lisa nicht mehr zeigen wollte. Darum hieß es dann Private Emotions und. Und das ist Private Emotions 2. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich war sehr penetrant und organisieren. Ich habe dann Seiten dazwischen geklebt und mein Inhaltsverzeichnis gemacht mit der exakten Uhrzeit. So. Jetzt kommt Erik, das ist der Cousin, also ich bin damals noch in der Kirchengemeinde gegangen und das war der Cousin von einer guten Freundin von mir und den habe ich einmal schon ein paar Monate vorher bei der Taufe von seinem Cousin gesehen oder so und fand ihn süß und dann haben wir uns gar nicht mehr gesehen und jetzt hat dieser, der damals getauft wurde, Geburtstag und da war ich jetzt. Also, das ist 2002, da bin ich 13, genau, Maltes Geburtstag. Ja, der war heute und noch viel mehr, mein Kopf ist noch ganz schwummerig, Mann oh Mann. Also, nachdem ich den Stall sauber gemacht habe, ich hatte mehr Schweinchen, habe ich mir überlegt, was ich anziehen soll. Da ist mir eingefallen, dass Erik auch kommt. Das ist der Cousin. Okay, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, das ist jetzt circa 7 Monate und 4 Tage her, aber damals fand ich ihn schon sehr nett. Naja. Hab dann meine Inliner, eine Schlagjeans, blaues Herz-T-Shirt, 56er Jacke und neue Turnschuhe angezogen und bin rüber. Sind dann reingegangen, ich gehe so durch die Wohnzimmertür, da sitzt er. In schwarzen Turnschuhen mit grünen Schnürsenkeln, Snoopy-Socken, blauer Jeans. Polo und weißen Wollpullover mit roten Streifen an den Ärmeln. Und seine Haare, der Wahnsinn. So ist von süß. Ein Klammern hat mich ein bisschen an Kevin Segers erinnert, das war irgendwie so ein Teenie-Schauspieler. Naja, wir trinken so Kaffee und gucken uns manchmal an und dann gehen wir raus. Haben uns auf dem Spielplatz etwas vergnügt und sind... dann kann ich tatsächlich eine Schaukel machen. Und sind dann zum Garten von Jeanette. Dann haben Jeanette, Erik und ich unsere Füße auf den Tisch gelegt und er hat schon große 42 und im Dezember wird er 15. Und danach saßen er und ich auf den Schaukeln und die anderen auf Stühlen und so und wir haben ein Spiel überlegt. Zuerst Verstecken, dann so ein Parcours und dann so ein Zeitungsklatschen oder so. Naja, dann waren die anderen so weg und wir, Erik und ich, eher Erik, saßen auf Schaukeln und haben geredet. Seine erste Frage war, brauchst du? Ich so, nee, du? Er so, ja. Seit wann? Eine Woche. Und? Und? Was und? Ist es gut? Punkt, Punkt, Punkt. Er hat dann von Frankreich und so erzählt, war da wohl irgendwie auf Klassenfahrt. Und Jeanette kam dann und hat uns Chips gegeben. Naja, ich Öttl habe mir erst welche genommen und erst dann Erik welche angeboten. Vorfrei. Sternchen. Naja, wir mussten. Wir mussten dann rein, Abendbrot, beim Abendbrot haben wir uns voll oft angeguckt und irgendwann waren wir dann fertig. Ich musste die ganze Zeit dran denken, wie wir alleine auf der Schaukel gesessen haben. Da fragt er mich, wollen wir ein bisschen raus? Boah. Ja. Ja. Wir gehen so ganz unauffällig raus. Ich ziehe mir so Schuhe an und dann, also die Familie war halt da und wir haben sie uns weggeschlichen. Dann waren wir auch schon vor der Tür, um die Ecke und weg, hat er dann gesagt. Schon fast passiert. Mitte Raupertstraße.
in der Nachbarschaft, holt er sich so eine Zigarette raus und zündet sie an. Hat aber nicht gestört. Sind dann den Grabenweg eingebogen, da meint er so, gegenüber vom Spielplatz, lass mal hinsetzen. Haben uns dann auf die Bordstellkante gesetzt und geredet. In Klammern hauptsächlich er, mir war das voll peinlich, dass mir nichts eingefallen ist. Ach ja, ich habe ihm dann noch meine Mailadresse gegeben. Ich habe gefragt. Er hat sie im Handy drin, Freu. Irgendwann hat sein Vater dann angerufen und wir sind wieder los. Ecke Grabenweg Schwarze Wort hat er dann gemeint, hoffentlich riecht man den Rauch nicht mehr doll. Seine Eltern wissen es nämlich nicht und hat an seinen Pullover gerochen. Dann hat er mir hingehalten und ich habe dann gerochen. So geil. Das ist das Nächste, was ich ein Junges reingekommen bin. Naja, weil ich hat mir dann noch ein paar Mal angeguckt und irgendwann mit Händedruck Tschüss gesagt. Ich bin dann nochmal mit offenen Schnürsenkel rausgegangen und ich habe ihn an der Tür nochmal Tschüss gesagt. Und er, das Auto gefahren, weggefahren ist gewunken. Es war unbeschreiblich, sorry für die Schrift und Fehler, gute Nacht, falls ich schlafen kann, Ivi. So, das war die erste Begegnung mit Erik. Und der nächste Eintrag heißt Erik und ich. Achso, da habe ich auch noch ganz viele Mails hingeklebt, aber die Kurzfassung davon ist, dass die HDLs zu HDG gegelt wurden und immer länger und oh, ich mag dich. Und dann im Oktober, Erik und ich. Also, ist schon ein bisschen was passiert. Wir schreiben uns jetzt sowieso immer mit HDGGGL und Küsschen und so. Und gestern oder vorgestern hat er mir geschrieben, dass er in mich verliebt ist. Ich habe ihm dann geschrieben, dass ich mich ziemlich in ihn verknallt habe. Vor circa einer Stunde hat er angerufen. Es war schön, ihn wieder zu hören, aber es gab auch ziemlich lange Pausen. Hat mir im Schlaf gut gesagt, werde es dann auch tun. Morgen geht's ab, Schuhe kaufen. So. Dann kommt... Oh Mann, zwei Tage später. Oh Mann, Erik, wenn du mich hier sehen könntest. Da sitze ich hier, bin voll happy, in meinem neuen Schlafanzug mit Papa im Wohnzimmer. Gucke mit ihm Hero, was gerade so geil war. Da kommt Mama. Scheiße, ey, voll der Kack. Da steht leider nicht mehr, aber ich kann es mir vorstellen, meine Mutter ist manchmal unsensibel, wenn wir filmen und der Stimme drin sind. Dann kommt sie rein und erzählt vom Tag und ich glaube, das hat einfach nur gestört. Ich weiß nicht, warum ich das sauber. Heute habe ich mein Fahrrad geputzt und Erik nur einmal, nein, ich glaube zweimal gemailt. Ich hoffe so doll, dass das was wird am Samstag. Sternfinger und dieses Titellied You Are On My Mind oder so ist schön. Gute Nacht, Ivi. Der Tag. Also, ich will nicht lange drum rumreden. Es war zwar schön, aber ich so schüchtern und viel zu langweilig. Erik war bei mir, seine Eltern waren in Hannover auf der Messe und haben ihn abgesetzt. Und, Scheiße, Mann, gegen 10.30 Uhr ist er gekommen. Dann habe ich mich in den Sessel und er sich auf den Schreibtischstuhl gesetzt und ich habe mir die Fotos aus Frankreich angeguckt. Dann haben wir bis ca. 14 Uhr geredet, mehr er hat das mit dem Benutzer beim Computer hinbekommen und dann gab es Mittagessen. Dann sind wir ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde raus auf den Berg zur Bank, er hat geraucht mit Filter oder so. Dann waren wir noch etwas drin, in Klammern Bett, CDs. Wir haben uns Bravo-CDs ausgetauscht. Und danach von ca. 16 bis 17.20 Uhr nochmal draußen. Er hat mich noch gefragt, wann ich denn mal zu ihm kommen will. Fotos habe ich. Mann, ich weiß auch nicht. Ja, er musste sich noch auf dem Hof hinstellen. Ich habe dann zwei Fotos gemacht, die hier drin kleben. Genau. Nein, bitte. Ach so. Ja, ich guck mal. Die sind ein bisschen weiter hinten, die mussten ja entwickelt werden. Aber das kann man nicht so gut sehen. Also er hat so... Der ist so süß. Das Foto ist ja noch rum. Es wären noch vier Einträge, bis dann in Anführungszeichen Schluss ist, obwohl wir wirklich, also ich würde nicht sagen, wir waren zusammen, aber er hat halt Schluss gemacht, darum glaube ich, er dachte, wir waren zusammen. Also, ja, wenn ihr das noch durchhaltet, dann. Ne, es sind so. Ja, doch, es sind noch vier Einträge. Geht das noch oder wollen wir lieber. Okay. Okay, also, ich spreche ein bisschen schneller. Oktober 2002, der erste Schultag war so lala. Aber ich wollte noch mal was zu Samstag sagen. Einmal hatte Erik ein graues, langes Max-Sweatshirt an und eine beige Hose, glaube ich. Und dazu noch seine schwarz-grauen Turnschuhe mit den quietschgrünen Schnürsenkeln. Er findet die Farbe voll Hammer, will sein Zimmer auch so streichen irgendwann mal. Naja, ich hatte meine Snoopy-Socken, helle Jeans, weiß ich. Okay, ich beschreibe es mir in ganzer Kleidung. Bla bla bla. An. Er findet eine Dille süß. Das Kaugummi. Dann habe ich so Kaugummi-Papier eingeklebt, das riecht immer noch.
Ja, okay. Mann, hab Erik eben gemailt, naja, vorhin, aber weiß gar nicht, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll. Das ist voll der Scheiß. Samstagabend war ich voll neben der Spur. Muss mal pennen. Läuft gerade, she fucking hates me. Auch cool. Und dann habe ich so eine Liste gemacht, was ich noch cool finde. Janet, wieder mal. Alles, was so in den Charts war eigentlich so. Dann kam... Moment. Ach ja, Eriks Foto ist voll süß. Na, hab ja schon etwas länger nichts mehr von mir hören lassen. Habe ich so ein cooles Graffiti-Ding da gemalt, Battle of the Year, ja. Der war heute in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Ich war nicht da, aber ich war noch so ein bisschen Breakdance-affin. Läuft, glaube ich, auch noch. Naja, ist nicht viel passiert, außer einer Bahnfahrt mit Florian. Und dass Erik morgen anrufen will. Smiley nach oben. Ich meine, Smiley nach unten. Das Smiley nach oben war angewöhnt, in Klammern. Weiß auch nicht, das ist immer so langweilig und so. Naja, ich penne da mal. Knutsch. PS, Lisa bildet sich voll viel auf Sören ein. Das ist jetzt das Vorletzte. Im November, also es ist 2 Monate ungefähr, nachdem wir uns da getroffen haben am Geburtstag, Erik klang in der letzten Mail so komisch. Mann, am liebsten hätte ich klare Verhältnisse. Heute war Flo auf der Rückfahrt in der Bahn. Lisa war bis 6:30 bei ihr, haben Hausaufgaben gemacht und The Sixth Sense geguckt. So Hammer. Sie wollte nur immer Licht haben. Jans Fahrrad war heute Morgen vor der 16 Nachbarn da. Das war ein anderer Typ, der mit der Bahn war. Ja, egal. Bis dann, Küsschen und see you, Ivy. Und dann kommt PS, achso, so ein Eintrag und dann PS, Mail von Erik. Gestern gelesen, bin so happy. Erik hat geschrieben, seine Adresse war Dorftrottel21. Betreff, Schnief, Schnief, Doppelschnief, 10 Ausrufezeichen. Hallo Ivy. Was ich jetzt schreibe, wird dir wahrscheinlich genauso wenig gefallen wie mir, aber ich denke, das muss sein. Da wir uns nicht nur sehr selten sehen, circa 5-mal im Jahr, wenn überhaupt durch die Entfernung von 100 Kilometern, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir beide eine ernsthafte Beziehung aufbauen können, da ich denke, dass dafür nur Mailen nicht reicht. Und eben dadurch kann ich auch leider keine starken Gefühle für dich entwickeln. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem noch gute Freunde bleiben und uns weiterhin mailen. Sorry, aber das ist meine Meinung darüber. Tut mir ganz dolle leid für dich, aber es hätte ja keinen Zweck. Entschuldigung, dass ich dir das so gesagt habe, aber am Telefon hätte ich es nicht geschafft. Sternchen, Schniefsternchen, Smiley da unten. Das war's.